Doch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu heute in MPS. Märchenstunde. Kinder, seid ihr alle da? Ja! Oh, wie schön! Nun, liebes Volk, haben wir uns entschlossen, am heutigen Tag, am edlen Sonntag, euch einen Klassiker aufzuführen. Oh. Was? Oh. Oho, sagt er doch. Nein, kein Weihnachtslied. Denn wir werden heute bringen in Anderstetten. Wir haben einen hervorragenden Besuch, der uns dazu inspiriert hatte, ihm anderes als die ehrwürdige Geschichte von Schneewittchen. Applaus. Hektus, bist du soweit? Nein. Warum? Aber es hilft nichts, ich werde heute eh nicht mehr soweit. Fang an. Jawohl. Nun ist es so, dass diese Geschichte von allerlei edlen Mitspielern durchzogen wird. Wir sitzen nur zu zweit am heutigen Tag, das soll nicht unser Problem sein. Nein, nein. Aber in dieser Zeit... Da gab es vor langen, langen Tagen einmal eine wunderhübsche Königin. Ja, doch. Verzeiht, es ist Sonntag. Ich habe ja keine Ahnung, was gestern alles passiert ist. Nur an den Aborten, aber es ist eine andere Geschichte. Rektus, bist du soweit? Dauert das noch lange? Für euch die Königin. Ich. Ich bin die Königin. Die Königin war eine überaus zarte an der Stätten. Sie war gebaut aus feinstem Alabaster. Ihre Brust wogte dann halt wie ein Sündenpfuhl an der Stätten. Ihre Füße waren wie die von einem unglaublichen Schöpfungsrat. Zart waren sie heilig. Und die Haare glühten wie die Sonne, dass die Sonne selbst rot wurde vor Scham. Man nannte diese Königin, wie nannte man dich eigentlich? Rektini. Königin Rektini. Applaus für Königin Rektini. Aber, meine lieben Leute, was ist denn schon eine Königin ohne einen Ehegatten? Nichts. Eben. Wäre ich ohne meinen Gemahl. Der König. Oh, was für ein vortrefflicher König. Nun, es wurde eine Hochzeit gefeiert und alle freuten sich gar sehr. Zeig dich mal den Volke. Warte, jetzt. Ach, jetzt. Edler König, wer bist du? Wo kommst du? Wie heißt du? Tobias. Dankeschön. Für euch, König Ragnar der Erste. Oh. Jawohl. Ein Wikinger. Ja. Und das Publikum war so begeistert, sie riefen: Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Euch mal ja, das mache ich also. Nun, die beiden freuten sich gar sehr und zusammen wollten sie auch ein Kind zeugen. Hey, Herkus! Sind Kinder anwesend? Entschuldigung. Die Erwachsenenverschwörung verhindert uns, den Kindern zu erklären, woher sie stammen. Natürlich aus einem Kohlkopf. Aber richtig. Das ist eine Geschichte. Ja. Nun, sie mühten sich ab, sie mühten sich, sie hatten sich so gerne. Es wollte kein Kind kommen. Und so saß eines Tages die Königin artig in ihrem Turmzimmer und überlegte, wie man es fertig bringen könnte, ein Töchterlein und ein Söhnlein zu kriegen. Das Runde muss ins Eckige, hä? Das ist nicht wie Fußballrekurs. Aber? Und da hatte die Königin eine Spindel in der Hand. Eine Spindel? Das ist eine Spindel, wir haben keine Spindel da. Ich würde es besser genommen, was schaffen wir das. Spindeln sind immer eine sehr gefährliche Art und Weise, Lebensunterhalt zu verdienen. Jedes Weib weiß das. Tobias, benimm dich. Ich habe eine Spindel. Und somit hatte die Königin einen Faden zu spinnen, so rein und so zart wie ein geschnürtes Sack. Gib dir einfach Mühe. Ich halte dein Kreuz.
Spindel hin, ja, Spindel her. Und während sie so hinsann, da stach sie sich an der Spindel den Finger. Den Finger. Ich treff nicht. Jetzt. Ah, au! Oh nein! Sieh das Blut! Sieh das Blut. Ja. Was ist denn für Blut? Blut, da kommt Blut aus den Fingern. Achso, verstehe. Aber ich helf dir mal. Nein! Und das Blut troff heraus, draußen war es kalt. Es fiel in den Schnee. Ah. Ja. Und da sagte die Königin, ach, hätte ich doch ein Töchterlein. Wenn ich doch nur ein Töchterlein wohl hätte. Mit Haaren so schwarz wie Ebenholz. Mit Haaren so schwarz wie Ebenholz. Lippen so rot wie Blut. Lippen so rot wie Glut. Blut. Jawohl. Und eine Haut so weiß wie von einem Emo. Und so mit einer Haut so weit wie ein Gothic? Ja, oder wie ein Gamer geht auch. Egal. Haut so weiß wie von einem Gamer. Ja, genau. Und kaum hatten sie das ausgesprochen, da waren sie schwanger. Und das Volk rastet aus. Und es war ein Kindlein geboren, dachte ich, hätte es. Ich hab's dir gesagt, gut in Hand auf. Ich glaube, ich hab Senkwehen. Hat jemand mal einen Schnaps dabei? Es ist eine Sturzgeburt. Es ist schon da. Ja, ja. Du hast noch nichts gesehen. Nein, hinter dir direkt. So, feiert mit meiner Mutter. Und es war geboren das Schneewittchen! Dann sieht es gleich die Schöne vom Papa. Hätte doch die Mama sein können, hätte sie aber Schwein gehabt, Kind. Und wie es so kam. Was? Mutti. Nicht die Mama. doch die Mama, Entschuldigung, doch die Mama. Frag mal deinen Vater, wo du herkommst. Oh Gott, ich will es nicht wissen. Ja, wir schon. Und da war es aber gewesen, dass die Geburt gut verlief. Und alle freuten sich über das schöne Kind, das unbekümmert. Das ist das typische Geräusch, das macht dann mein Handy, wenn er von Kindern zeigt. Auch da war die Mutter krank geworden. Ich glaube, ich muss kotzen. Nein, du musst nicht, übergeben. Nein? Nein, du bist einfach gestorben. Oh. Das Publikum ruft, oh nein! Oh nein! Die Mutter tritt ab. Ab, weg mit dir. So schnell, ich sehe nichts. Nun war dieser König mit seinem Töchterlein ganz allein. Er hatte ein großes Problem. Denn Schneewittchen wollte ein iPhone haben. War das so nicht? Papi, kann ich ein iPhone haben? Nein. Das können wir besser. Bitte! Nein. Oh, du brauchst ganz wieder, Papi. Du brauchst eine neue Mutter, ja? Ich will meine Mama wieder. Die gibt's nicht wieder. Eine andere Mama. Oh, eine andere Mama. Darf ich dich da mal nicht zweimal sagen, nicht wahr? Was man erstmal geklappt hat, kann man zweimal nur besser werden. Genau. Und er lernt er eine neue Frau kennen. Hallo, schöne Jungfer. Was, ich? Ja. Musik ab. Und hier kam sie aus dem Nirgendwo, von fernen Landen. Die schönste Maid aus Bordeaux, die man sich nur vorstellen könnt. Sie erreichte das Königreich und witterte, dass eine Königin gestorben war. Oh, da gibt es was zu erben. Oh, das Volk ruft, oh nein! Tu es nicht! Natürlich tut er das. Die Riesenzeit umgarnte den König, auf dass er ihr ganz und gar verfiel. Er lachte schon hämisch. Ein standhaft! Was? Okay. Okay! Es wurde Hochzeit gefeiert und beide liebten sich gar sehr. Er hat mit Zunge. Ja. Beide. Das Publikum sagt, hurra! Wow. Das Publikum sagt, oh Mist. Oh, Mist. Aber es macht ein gute Miene zum bösen Spiel, das kennen wir alle. Jeden Morgen von der Arbeit, wenn der Chef nach Hause kommt, dann ist ein kleiner Geschichte. So war es. Du bist ruhig, Kind. Das werden wir gleich haben. Doch, als die neue Schwiegermutter, als die Stiefmutter ihr Stiefköchlein erblickte, da wurde sie rot vor Zorn.
Ach du verdammte Kacke. Wieso ist dieses kleine, dreckige, schmutzige Mistgör so hübsch? Sie war wohl geraten und sie wusste, sie ist nicht mehr die Schönste. Das kotzt mich an. Was? Du Deine. Und dann spielt sie seinen hinterhältigen Plan. Und mit einem unbeobachteten Mensch brachte sie den König in die Ecke. König? Damals. Der König! Jawohl! Hier geht es dramatisch und blutig zu, liebe Kinder, schließt jetzt die Augen, das wollt ihr nicht sehen! Kinder, die Augen zu, der Königsmörder ist hier! Achtung! Zack! Oh, oh, und der König verschießt! Applaus! Jubel für den König! Jawohl! Tatwaffe muss weg! Ja! Nun war's! Die Königin Alleinherrscherin! Und das Kindlein war ganz bei ihrer Willen ausgesetzt. Und sie zürnte den Mägdelein sehr. Ja. Jetzt haben wir ihn weggeschickt. Wir brauchen ihn eigentlich nochmal. Wofür? Für den Jäger. Dann nehmen wir einen anderen. Ja, gut. Hier geht der andere auf. Nun, war es aber so, dass in dieser Zeit ein junger Jägersmann unterwegs war. Er war neugierig in seinem Herzen. Er blickte manche Neuigkeiten und war stets bereit, der Königin des Willens zu sein. Genau wie du. Das soll ein Jäger sein, der sieht aus wie ein schwarzer Leuchtturm. Hast du schon mal einen solchen Mann gesehen, wer sich im Wald versteckt? Den siehst du nicht mehr. Ah, das richtig. Deswegen habe ich den noch nie gesehen. Oh. Und er übergab den Jäger. Mensch, schau dich was auf. Umdrehen. Hand nach vorne. So. Das ist der Jäger. Doch. Applaus. Und er gab den Jäger, sie gab dem Jäger einen Auftrag. Du hörst jetzt mal weg. Du kannst ein bisschen Fensterputze gehen und der Saustall muss noch ausgemisst werden. Und außerdem die Kloake bitte reinigen mit deiner Zahnbürste, dass das klar ist. Bevor es ein iPhone gibt, sagte er die Schiefmutter. Sie ging zum Jäger und sagte: Du stattlicher, starker Mann. Es war der Jäger. Applaus. Der Jäger macht den Ofen. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Nimm diesen Pfeil und Bogen. Führe das Kind hinaus in den Wald. Und an seiner tiefsten und dunkelsten Stelle führst du zusammen, was zusammen gehört. Meuchle sie mir, die Mistkröte. Das Publikum sagt, doch es war hoffnungslos. Der junge Mann nickte, nahm Pfeil und Bogen und ging mit Schneewittchen in den Wald. Er überredete sie mit schönen Worten, er hat den Fall Bogen nicht angelegt, das sieht sehr verdächtig aus. Schon besser. Was willst du? So eine Zicke. Echte Zicke? Ja. Und er nahm Schneewittchen bei der Seite und zusammen zogen sie in den Wald. Komm, Schneewittchen, ich werde dir eine norddeutsche Tiefebene zeigen mit wunderbarer Begrünung, mit tiefen Eichen, edlen Tannen. Halt, du wirst, dein Herz wird sich nicht satt sehen. Sag einfach bla bla. Ja. Jupp. Und kaum, dass sie den Wald erreichten, da erfasste ihn eine große Liebe zu Schneewittchen. Und er konnte sich einfach so ins Jenseits hinabbegeben. Er lief, Schneewittchen, lauf, lauf ihn fort. Deine Stiefmutter will dich einfach nur tot sehen. Lauf, bring dich in Sicherheit, ich werde dich retten. Und Schneewittchen lief, lief, lief. Und fiel voll auf die Fresse dabei. Das tat sie nicht. Schade. Hierhin. Du bist noch nicht zu Ende, Kind. Und da erblickte der Jüngling ein stolzes Rehlein. Rektus, ich bitte dich einzuspringen. Ein Rehlein? Ja, das ist eine Nebenrolle. Wir können es gleich nicht dafür extra jemand aus dem Publikum nehmen. Ich soll jetzt ein Rehlein sein? Das sind zahlende Gäste. Wir können nicht einfach... Verrückte Runde. Ich bin ein Reh, ich bin ein Reh, ich bin ein Reh. Der junge Mann, zielte! Schuss!
Volltreffer! Ah, und das ist da! Hier stinkt's nach Fiktumfüßen. Dann nahm er ein edles Messer. Was? Bleib einfach liegen, das macht die Augen zu. Und er schnitt den Reh das Herz aus der Brust. Was denn? Moment. Ich gebe ihm das Herz freiwillig. Hier, nimm das Herz. Die ist nicht gewaschen, natürlich nicht. Die ist noch nie gewaschen worden. Das Herz eines Rehs. Das kannst du nicht zum Herzen eher woanders her, aber sei es drum, du darfst es wieder zurückziehen. Ja. Und erreichte die Königin zu Hause im Schloss. Königin, bin ich das jetzt auch wieder? Ja, jetzt bist du wieder Königin. Du bist wie ein Kamelion. Irgendwie ist schon scheiße, wenn der Tod nicht da ist. Ach ja! Jetzt, wo du sagst, Rektus, wir vermissen alle etwas. Wer sonst die Frauenrollen übernimmt, hat eine besonders mächtige und hohe Stimme. Richtig. Und wir möchten jetzt einmal hören, Rektus, als du das Herz von Schneewittchen siehst, dass du voller Erregung einen Freudenjubel von dir gibst. Wollen wir das hören? Ja! Das kann keiner außer der Tod. Doch, Rektus, du bist der Stellvertreter Gottes auf Erden, das wirst du hin. Achtung, ich sehe das Herz und freue mich. Die Königin freute sich so über das Herz, dass sie... Danke. Dass sie das Herz ergriff. Es sich anzog. Links oder rechts? Mir egal. Ist beides gleich bescheuert. Und jetzt ist so schön wehnte wie Schneewittchen. Applaus. Der Jäger dankte und trat ab. Schön, mach's gut. Ja. Meins. Der Jäger. Doch die Königin wollte sich überzeugen. Sie nahm einen Spiegel in die Hand. Es war ein Zauberspiegel, der schon sie gesehen. Moment. Na, dann eben. Und sie rief: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste wohl im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete: Was sagt er? Oh, ich soll ja. Die Schönste, meine Königin, das seid ihr. Doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, oben an der Mausoleumswiese zu Bückeburg, ist tausendmal schöner als ihr. Was? Ach, das Publikum ruft. Du blöde Kuh. Wenn er sie eigentlich noch ist. In der Zwischenzeit erreichte Schneewittchen eine formidable kleine Hütte. Wir haben nur noch 10 Augenblicke, Hans, oh Gott. Die Hütte. Und sie fand ein äußerst kleines Türchen, ungefähr so hoch, und kletterte in die Hütte hinein. Und dort fand sie gedeckte Tellereien zum Essen, einen Krug, aus dem sie saufen konnte, und ein Bett, in dem sie schlafen konnte, und legte sich hin. Und kaum, dass sie schlief, da kam ein Gesang aus dem Walde und sieben junger Männer. Rektus? Hi. Hallo. Sind das sieben? Die Kamera muss sein. Hier geblieben. Achtung Technik. In Reihe. Einmarsch der Zwerge. Und sie erreichte das Häuslein, in dem Schneewittchen schlief. Du bist noch nicht im Haus drin, Junge. Alle Aufstände nehmen hier zur Seite, denn alle Zwerge mussten durch die kleine Tür. Das Publikum rastet auf. Ja, so ist recht. Zwei,
ihr süßen Knaben. Nein, das ist kein Limbo-Tanz. Es tut uns leid, dass zum ersten Mal beim NPS, er weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ja. Doch kaum ist die Zwerge den Raum erreichten, da fand der erste Zwerg sein Tellerchen leer vor und er rief: Er hat aus meinem Tellerchen gegessen. Ach los. Der zweite Zwerg wollte sich gerade eine schöne Cider in die Kaldaune kippen, als er fand: Er hat meinen Krug leer gesoffen. Los. Der dritte Zwerg wollte gerade aufs Abort. Nee, das war ja schon falsch. Er steht woanders. Wollte sich gerade ins Bett legen und rief: Wer steht denn am Bett? Der vierte Zwerg sagte: Das willst du wohl wissen, was? Das willst du wohl wissen, was? Der fünfte sagte: Geht mal raus, ich erledige das. Geh nach Hause, von euch. Ihr seid zu Hause. Der sechste Zwerg sagte: Gott, ihr seid alle mir viel zu blöd. Ich hab die gesehen, ich schmeiß dich raus. Oh, meine Güte. Und der siebte sagte: Danke. Und da erwachte Schneewittchen und fand sieben zwergenhafte Männer vor sich. Und jubelte da sehr. Oh, Freude. Freude, alles meins, sagte Schneewittchen. Und sie durfte bleiben, wenn sie Hausarbeit verrichtet. Sie musste die Toiletten schrubben, sie musste das Bett machen, das Essen kochen, abwaschen, den Boden fegen, sich um die Tiere kümmern, die Dachstühle reparieren, den Wald in Ordnung halten. Überhaupt musste sie alles das machen, was sie draußen bei der Bühne steht und auch machen muss. Und an einer Pole-Dance-Stange tanzen. Ja, die haben wir jetzt gerade nicht erreicht, das ist jetzt einfach frei. Die Zwerge freuten sich und gingen zur Arbeit. Durch die Tür natürlich. Doch während das Schneewittchen so zu Hause war, so hatte die finstere Stiefmutter gehört von diesem edlen Plane. Und sie fasste einen, ebenfalls einen Plan und nahm einen Apfel. Ja, wir haben jetzt keinen Apfel da, die sind alle schlecht geworden von dem Wetter. Das ist pures Gold. Natürlich ist das pures Gold, ist natürlich viel Apfel. Doch komm, der Apfel. Das ist gar kein echter Apfel, das ist Plastik, soll die sterben? Ja, sollen sie! Ja! Also gut, wir nehmen diesen Apfel. Nein, ja, wir nehmen diesen Apfel. Ja, diesen. Ja. Und sie ging zum Haus der Zwerge, wo sie Schneewittchen vermutete. Und klopfte an. Dong, dong, dong. Klopf, klopf, klopf. Schneewittchen, die gerade zu Hause rumlungerte und die Füße hochlegte, wunderte sich, wer dann zu früh als Besuch käme. Wer kann das sein? Oh, das Publikum sagte: Mach nicht auf. Mach nicht auf. Geh nicht zur Tür. Geh nicht zur Tür. Das ist der Steuerberater. Doch sie öffnete die Tür, sie war ja Schneewittchen. Und da erblickte sie diese alte, hässliche, rustige Vettel mit den sackharten Haaren im Gesicht. Diese Übererscheinung, den Gestand, als ob er ein Leben lang ein Bart in Schweinegroben sich vorgenommen hätte. Als ob es nie eine Gerechtigkeit auf Erden. Ach, wir haben nachher das Unbarriges, ja? Entdeckte sie diese arme alte Frau und hatte Mitleid mit ihr. Bin ich eine arme alte Frau? Jetzt bist du eine arme alte Frau. Ach, ich bin verkleidet, gell? Ja, natürlich bist du verkleidet. So, ich bin gar nicht als Schwiegermutter erkennbar. Ich bin die arme alte Frau. Ich fand das Wort besser. Gib Ruhe jetzt. Kind, komm doch einmal heraus. Da brauche ich mich nicht so zu bücken in meinem Alter. Schau einmal, wie schön du bist. Ich hab dir was für dich. Oh, gleich waren die Augen so Schneewittchen groß geworden von dir. Es war nicht einfach ein Apfel. Es war nicht einfach ein Spielzeug. Was? Lass mal. Ja, so interessiert eine Weile mit Gold. Aus! Mach Sitz, so ist das. Und Schneewittchen lief nach vorne an. Wirf es mir zu, dieses edle Spielzeug. Soll ich? Jawohl. Die fällt mir auf rein. Und zack, traf sie die goldene Kugel mitten am Kopf. Pam und Schneewittchen fiel tot um. Hinterm Haus, tolle Idee. Das Publikum ruft: Ohe! Die Stiefmutter lacht böse in sich hinein und ging nach Hause.
Nach Hause? Nach Hause, jawohl. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht. Bis das der Tag anbricht. Stolperte über eine Brücke, fiel in einen Brunnen und ging an ihrer eigenen Bösartigkeit zugrunde. Applaus! Da kamen die Zwerge nach Hause. Sie fanden Schneewittchen tot vor dem Hause liegen. Komm ran, hab ich die ganze Tagzeit. Du hast kein Gold gefunden. Und die Weiden jammerten und klagten. Oh, das Schneewittchen, so eine Scheiße. Oh nein. Das Publikum weint bittere Tränen. Sie nahmen Schneewittchen und legten sie in einen großen Sarg. Gott, sag mal, hübsche Frau. Wie ein Geist-Zombie. Schneewittchen lag in ihrem Sarg und sie fanden eine goldene Kugel. Sie dachten, es wäre ihr güldenes Herz. Das Publikum sagt noch einmal, wie romantisch. Nein, war es nicht. Und während sie so lag und die Zwerge laut jammerten, klagten und schrien, lauter, noch lauter, alle! Bis auf den einen, da lachte sie ins Häuschen. Da kam ein Nuss. Jetzt kommt das finale Ende. Die glorreiche Auflösung der Geschichte, mach dich bereit. Du bist die Regensee, die Rettung, die Segnung. Ich? Jawohl. Ich bin die Rettung, die Segnung. Liebes Volk, das war jetzt so schlecht, würde jetzt aber niemand Applaus im Publikum werden. Liebes Volk, wer kommt jetzt? Nein. Der Froschkönig oder was? Ein Frosch. Muss der einäugig sein? Ja, er hat zwei Augen. Vielen Dank an die Person, die uns das übergeben hat. Ich muss es jetzt irgendwie einbauen. Los jetzt! Jawohl, ein Frosch kam vorbeigehüpft. Er kam vorbeigehüpft. Du bist der dämlichste Frosch, den ich je gesehen habe. Die können schon nicht springen. Er erblickte die sieben Zwerge. Je sind die hässlich. Jawohl. Doch, da blickte er zum gläsernen Sarg, in dem Schneewittchen lag. Und entdeckte in diesem Sarg seine goldene Kugel, die ihm aus dem Brunnen geklaut worden ist, und freute sich gar sehr. Du Miststück hast meine Kugel geklaut. Aber was ist das? Da entdeckte der Frosch auf den Lippen von Schneewittchen einen dicken, fetten, braunen Brummer. Eine Fliege! Ich hab dir gesagt, du wirst leiden. Eine leckere, süße Fliege auf den Lippen von diesem hässlichen Weib. Das Publikum ruft, jam, jam. Jam, jam, jam. Und der Frosch krabbelte am Bett empor. An den Rücken von Schneewittchen vorbei, erreichte ihre Schulter. Es verfing sich im rechten Ohr, da hat sie Schneewittchen Ohrring gehabt. Was? Frösche sind glitschige Angelegenheiten. Was muss ich machen? Du verfängst dich am rechten Ohrläppchen. Womit denn? Das Ohrring mit irgendwas, mit deinem Barte. Der Barte des Propheten, der Barte des Frosches blieb. Sag mal, das ist eine Scheiße. Sie kommen nicht an die Lippe ran. Mit dem Höhe. Ein Frosch hat eine lange Zunge und der Zunge fiel an die Fliege. Das ist keiner sehen. Wie geht's? Und dieser Kuss des Frosches war so ekelhaft, dass Schneewittchen davon erwachte. Musste kotzen? Ja. Schneewittchen war entsetzt. Sie warf ihre Arme in die Höhe. Mein Gott. Du bist so ekelig. Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie warf die Arme in die Höhe. Und machte? Nein. Der Tod ist wahr. Ich hab fast genauso gut wie vom Tod. Applaus. Ja, was soll ich jetzt mit dem blöden Kugelarschling hier? Das ist ein Hochzeitsgeschenk. Denn sie verdienten sich ihren Frosch. Oh. Sie gab ihr einen Kuss auf die Wange. Sie kam aus Frankreich und liebte Froschschenkel. Das war der andere Markus. Und kaum, dass sie das tat, da verwandelt sich der Frosch in den schönsten Prinz der Weltgeschichte. Das Publikum rastet aus.
Ja, ich bin zwar ein Prinz, aber ich mach mir nichts aus Weibern. Wenn der Prinz machte sie nichts aus Weibern, er nahm Schneewittchen mit nach Hause, sie musste den Haushalt führen, heiratet stattdessen die sieben Zwerge! Muah! 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 Mein Süßer, muah! 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 Wie schön ich immer so mach, gell? Ja, immer das. Somit, liebes Volk, gab es eine siebenfache Ehe, an dem sich das Publikum erfreute. Und Schneewittchen muss bis zum heutigen Tage den Haushalt des Prinzen der sieben Zwerge führen. Die Zwerge riefen, nee, 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 nee. Und somit sagen wir euch an diesem heutigen Tage, Bruder Eckes und meine Wenigkeit, die Moral von der Geschichte, die kennen wir nicht. Dankeschön, mein Lieber. Vielen Dank. Danke, Zwerge! Einen riesigen Jubel für die Zwerge! Einen riesigen Jubel für den Jäger! Einen riesigen Jubel für den König! Einen noch riesigen Jubel für unser Schneewittchen! Und natürlich nicht zu vergessen, einen riesigen Jubel für die Mutter, für die Schwiegermutter, für die alte ätzliche Vette, für den Prinzen und für den schrecklichsten Prediger der Weltgeschichte, Bruder, ja. Das Reh! Natürlich das Reh, wir könnten das Reh vergessen. Das Reh? Ja, du hast einmal das Reh. Achso, das war ja ich. Jawohl, mach mal einmal das Reh, Rektus, bitte. Du kannst auch ein Schweinchen machen, das kommt auch gut. Eine Originalgeschichte wurde ein Fackel geschossen, aber das wollte ich dir ersparen. Wir haben keine Zeit mehr, mach weiter. Und ebenfalls das Reh für euch, Bruder Rektus! Der Mann der 100.000 Geschichten. Der Mann der 100.000 Worte in einer Sekunde. Worte in einer Sekunde. Der Mann, der alles schon gesehen hat, der alles weiß, der jeden kennt. Der hässliche Hans! Zum Abschied lasst uns noch einmal winken. Dem lieben Tod, der zu Hause an seiner Mandelentzündung laboriert. Ja. Möge er uns nächste Woche wieder auf die Nerven gehen. Das wird er sicherlich. Und bis dahin, liebe Leute, wünschen wir euch noch alles Erdenkliche. Auch Gutes. Dankeschön.